So, hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Together Emerald oder Smaragd Edition Part 5. Ich habe einen Kleinstein besiegt, oder auch nicht, Soundwave. Ich sehe gerade, wir haben Ingeborg immer noch im Team, Soundwave, ein Flurmil ist dazugekommen. Und Joe ist dabei. Wer ist Joe oder Joey? Ein weibliches Fifien. Okay, keine Ahnung, wer das gemacht hat oder ins Team geholt hat. Ein weiteres Kleinstein. Das wird jetzt von mir umgesnackt. Mit Erstauner? Wer hat denn das eingesetzt? Achso, ja, klar. Warum nicht? Absorber. Hä, haben wir keinen Rankenhieb oder sowas? Lernt er das überhaupt? Keine Ahnung. Ich bin jetzt übrigens bei Dolch am Computer. Aber nicht, dass ihr glaubt, dass Dolch was davon sieht. Den habe ich aus seinem eigenen Zimmer verbannt. Der sieht gar nichts. Beste. Weil ich bin nämlich gerade nicht bei mir zu Hause. Ah, da ist er ja. Teenager Dominik. Und Wanderer Hermann. Wow, das ist wirklich Talent. Mann, 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 unsere Herausforderer ist aber ein lebhaftes Wesen. Finde ich aber auch, Typ. Oh, Ingeborg entwickelt sich. Ein sagenhaftes Wunder. Guckt euch das an, wie wunderschön. Naja, ich bin jedenfalls bei Dolch zu Hause. Und da am Computer nehme ich hier meinen Part auf. Und nicht bei mir. Deswegen wird das eine andere Qualität haben, als die ich sonst immer habe. Ich weiß nicht, ob die besser oder schlechter wird. Das sehen wir dann. Bevor ich das Wochenende... Oh, Zornklinge. Das lernst du nicht, Ingeborg. Bevor ich am Wochenende nicht aufnehmen kann, dachte ich mir so... Boah, dann machst du es einfach bei Dolch und schmeißt ihn so lange aus deinem Zimmer. So, aber ich habe immer noch einen Plan gehabt, weil ich nämlich nicht glaube... Wo ist der Startknopf hier? Aha, da. So, wir haben Joey, Ingeborg und Soundwave. Gut, ich habe einiges vor. Also immer noch einiges vor. Wer sich an den Part 2 erinnern kann, weiß, dass ich ein Flummel haben... Ach, ein Flummel, sag ich schon. Ein Pokémon aus dem Wald haben wollte. Ich spoilere euch, wenn ihr es nicht wusstet. Es ist ein Knilz. Und ich werde es mir unbedingt fangen. Und danach fliegt das Reptile aus dem Team. Jetzt komm. Knilz, du willst es doch auch. Nein, ein Baumpilz schon wieder. Ich habe keinen Bock, den ganzen Part im Wald zu verbringen. Das muss unbedingt jetzt ganz schnell klappen. Ja, Mann. Männlich Level 5. Perfekt. Ich hoffe, ich kann es anschwächen mit Soundwave. Ja, ich glaube, der Erstauner dürfte es nicht killen. Ah, nicht mehr im Ansatz. Das ist gut, dann kriegst du noch einen. Oh, wehe, du Volltrefferst jetzt. Verpiss dich doch! Du, oh, ich hasse dich. Mann, wieso? Jetzt muss ich noch eins finden. Gott, das nächste wird Level 3 weiblich, genau wie ich es nicht will. Panikon. Geh nach Hause, Mann. Oh, ist ja nicht zum Aushalten hier. Immer wenn ich sie nicht brauche, kommen sie. Das ist aber jedes Mal so. Ich hoffe, ein anderer von euch kennt das auch. Dieses Phänomen. Oh ja, bitte. Männlich 5. Boah, Killer. Und diesmal drücke ich dir wieder zwei Erstauner. Ist mir scheißegal, ich will dich angefrackt haben. Ich meine, du bist eh Level 5 und ich könnte dich instant fangen. Ich mach das einfach. Hä? Ist scheißegal. Beutel. Wo haben wir denn die Bälle? Boah, Prämieball. Damit wirst du gefangen. Aber bitte bleib einfach drinnen, das wäre voll cool. Komm. Komm. Komm, komm. Perfekt. Jetzt haben wir einen ganz coolen Ball. Yay. Knilz fehlt in den Pokéball. Eingesperrt. Es ernährt sich am liebsten von feuchter, verrotteter Walderde. Wenn du nach einem Regenguss in den Wald gehst, kannst du viele Knilz auf Komposterde finden. Joa, möchte ich dir meinen Spitznamen geben? Natürlich. Gemäß der Regel, natürlich möchte ich das. Ich werde ihn Puncher nennen, weil der hinterher zu einem Kapphilz wird und dann rumboxt. Ne, ist halt so. Das ist ein falscher Buchstabe. Puncher. Ja, das ist gut. So wirst du heißen. So, und da wir jetzt zwei Typen Pokémon haben, die denselben Typ vertreten, werde ich jetzt gleich Reptile aus dem Team schmeißen und Knilz leveln. Das wird der Main-Inhalt des Parts sein von mir. Die können mich alle mal. Ach ja, es wollte, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, keiner das Starter-Pokémon haben. Von daher fliegt das jetzt. Weil soweit haben wir vorher schon abgesprochen, dass wir das Starter nicht behalten wollen. Und deswegen wirst du jetzt auf die Bank gelegt, mein Freund.
So, wir hatten viel Spaß mit dir, Ingeborg. Weiter bearbeiten? Nö. Ja, ich habe Nein gedrückt. Warum habe ich das eigentlich auf zweiter Stelle gelegt? Ich will das da gar nicht haben. Ich will das auf dem ersten haben. Perfekt. Perfekt. Wo kann ich das leveln? Wo gibt es Kleinsteine oder Wasser-Pokémon in der Höhle? Haben wir eine Angel? Oh Gott, ich weiß nicht, was wir alles da haben. Das ist eine Kugelsaat. Ah, oh, nee, das sind Beeren. Weilmarker, ne? Oh, was soll ich denn damit? Kann ich schon nichts mit anfangen. Zum Heulen. Was kannst du für Attacken, Knilz? Bitte kein Absorber, dann kann ich Zickzacks zerschlachten, die hier rumlaufen. Absorber, das ist schon mal gut. Jetzt war ich nicht im Pokémon Center, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht so schlimm. Oh, hier oben war keiner. Bitte kein Zubat. Ach, Zubat kann eh nicht kommen. Hier kann irgendwas anderes rumfliegendes rumkommen, das mag ich auch nicht. So, Puncher, das Pfiffchen schaffst du doch, oder? Absorber ihn. Ach, der kann nichts. Keine Angst vor dem Knecht. Saug hinaus. Los. Komm, Crit. Boah, sauber. Ich mag dich jetzt schon. Das wird so genial, Mann. Mein Gott. Schworen wir, komm, werd behindert. Egal wie. So, jetzt tackle. Wie wär's mal, wenn du schneller wärst als das 4-4? Na, egal. Level 5 Pokémon umgehauen mit Level 5, das gibt fast ein Level-Up. Ach nee, halt. Ist ja kein Trainer. Ach so, doch trotzdem. Boah, das war aber nicht schlecht. So, Günther hat Trank bekommen. So, wir haben noch gut 13 Minuten. Oder, ja doch, 13 Minuten noch ungefähr. In der Zeit kann ich noch ein bisschen was machen. Ich muss mindestens so Level... Auf Level 10 will ich es wohl doch noch hinkriegen hier. Bitte, bitte, bitte funktionieren. Ein Wampel. Das dürfte ich auch umhauen können. Los, Puncher. Hau ihm ins Gesicht. Mit Tackle. Oh, warum bist du so schlecht? Warum wirst du erst mit Kapphilz ein Arschgesicht? Also so einer, der so ein Badass wird. Ach, jetzt bin ich noch langsamer als dieses Kackwampel da. Egal. Wartet's alle ab. Wenn Puncher ein Kapphilz ist, dann geht der Enrage. Boah, ich schaff das nicht mal annähernd auf Level 10, wenn das so weitergeht. Dafür ist der Part zu kurz. Mein Gott. Ich muss unbedingt Puncher auf Level 20 kriegen, ganz schnell. Ah, den letzten KP hätte ich ihm auch noch abziehen können. Er kann nichts. Hauen um. Bam, Level Up. Wie kriegen wir 30? Level 6. Was bekommst du? Angriff, kein Spezialangriff. Das ist gut. Eigentlich. Für Absorber jetzt nicht, aber... Für Kappels hinterher. Ich muss erst mal gucken, was du für ein Wesen hast und alles. Oh, oh, wow. Interessant. Das ist ja mein erstes Team-Pokémon jetzt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Flurmil Dolch gehört. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich weiß auch nicht, was das Pfiffchen in unserem Team macht. Keine Ahnung, wem das gehört. Das könnte vielleicht dem Herr Danalu gehören. Aber ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist das Problem, wenn man sich vorher nicht abspricht. Also jetzt, was heißt absprechen? Die Regeln und sowas, klar, und dass wir das Starter nicht behalten. Aber die Pokémon im Endteam, die wussten wir jetzt nicht voneinander. Und ich hoffe, keiner macht mir... Ah ne, kann ja jetzt keiner mehr. Ich habe ja zuerst mein Pokémon jetzt. Hahaha, die Knechte. Nun denn. Mensch, noch eins killen. Und danach brauche ich schon 3 für ein Level Up. Boah, Level 4. Komm, macht's mir noch schwieriger, das hier zu machen mit dem Level. So was macht man am besten offscreen, aber... Ne, mach ich jetzt nicht. Wir müssen leider den Part damit verschwenden, das Knilz zu leveln. Dann schaffen wir die Arena nicht. Komm, werd doof. Ey, ich hab doch Sporenwirt, oder nicht? Scheint wohl nie einzuschlagen. Dankeschön für die Kraftpunkte. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich bin Level 7 und bekomme einen Angriff und einen Spezialangriff.
Und ich bekomme Stachelspore, was eigentlich nicht nötig ist durch meine Fähigkeit, die aber nie proggt. Danke. Wo ist der Startknopf? Hier. Pokémon. Puncher, Bericht. Was hast du? Sporenwirt. Ja, toll, bringt's ja voll nicht. Was hast du für ein Wesen gehabt? Ich hab's gar gesehen. Ernst. Was macht Ernst? Macht Ernst überhaupt was? Ich glaube, Ernst macht nichts. Oder doch? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Mein Gott, ich weiß es nicht. Na gut. Wollen wir nicht so viel Zeit verschwenden. Wir haben nur noch 9 Minuten. Ungefähr 9 Minuten 20. Solange mein Timer richtig läuft. Oh nein, ein Wingull. Genau das wollte ich verhindern. Was kann der für Attacken? Kann der Schnabel? Das wäre nicht so gut. Egal. Lassen wir es drauf ankommen. Aquaknarre, yay. Dankeschön. Das bringt dir einen Feuchten, Bro. Ich hätte gerade voll Bock, gegen Merrills oder so zu kämpfen. Weil die mal schöne Erfahrungen geben. Stirb. Boah, ist der Ingame-Sound nicht eigentlich zu laut? Ich hoffe mal, dass man das nicht so hart hört. Also vom Mikro. Ach nee, halt. Ich mach das ja jetzt gar nicht mehr über meine sonstigen Aufnahmeprogramme. Ich mach das ja jetzt über Fraps. Stimmt. Da brauche ich ja gar nichts mehr richtig legen und so weiter. Ach, jetzt kannst du Heuler. Oh nein. Das zieht sich doch. Aber du bist Level 5. Ich will dich unbedingt kalt machen. Boah, Crit. Beste. Jetzt gehe ich mit Absorber. Weil das ist erstmal speziell. Zweitens immer noch normal effektiv. Boah. Und ich krieg ein paar KP wieder. Setze deine Aquaknarre ein, mein Freund. Das wird dir nicht viel nützen. Tada. Und jetzt bist du ja bei Level 8 hier. Ach, Wingull. Puncher, komm. Komm schon. Schneller. Ich schaff die Steinarena niemals mit den Pokémon jetzt. Halt mal kurz, wer ist denn nach mir dran, ne? Danalu, ne? Kann der sich mit meinem Puncher rumschlagen? Auch geil. Warum Linnet Drop? Wieso? Ich mag es nicht, langsamer zu sein als Baumpilz. Das ist irgendwie voll erniedrigend. Hä, warum war ich jetzt schneller? Ach so, weil wir bestimmt gerade gleich viel haben. Der jetzt random ermittelt, wer anfangen darf. Dankeschön, random Wert, dass ich zweimal vor dem Baumpel angreifen durfte. Jetzt bin ich Level 8. Und das bringt was? Nüchte. Wie wär's mit einem wilden Pokémon? Oh man, das ist so langweilig. Ein P4. Ich kann ja auch nichts machen jetzt. Was soll ich denn tun? Shit. Ich glaube, die haben in der Arena schon alle so weit platt gemacht. Bis auf die Leiterin. In dem letzten Kampf bin ich, glaube ich, eben rausgelassen worden. Sonst würde ich es in der Arena ein bisschen leveln. Oder gibt es sonst noch irgendwo Kleinstein oder irgendwelche Wasser-Pokémon, wo es schneller ginge? Meines Wissens nach nicht. Ne. In der Höhle hinten gibt es nur Flurmüll? Ne, eigentlich nicht. Oh Mann, oh Mann. Na gut, ich denke mal, wenn es diesen Part nichts mehr wird, großartig, dann werde ich meinen Puncher auf Level 13 leveln. Ich gehe jetzt mal zur Arena und gucke mal, was man da... Ah nein, ich gehe einfach mal weiter, als die Arena war. Dann haben wir gegen ihn gekämpft. Ich gehe einfach mal weiter. Dahinter sind nämlich Pokémon, die ein bisschen stärker sind. Aber ich glaube, da sind dann auch wieder irgendwelche Flug-Pokémon. Obwohl. Ich weiß gar nicht, was hier für Viecher kommen können. Also hier kann auf jeden Fall Flurmüll auftauchen. Boah, die sind höher als ich. Oh, Schwalbini. Geh mal nach Hause, Mann. Du killst mich doch sofort. Ich möchte gern flüchten. Ja, unmöglich. Natürlich kommt Flügelschlag instant down. Schnabel ist genauso. Ja, wenn mich da noch einer trifft, krieg ich down. Alter, ist das gefährlich hier. Okay, das ist schon mal niedriger als ich. Oh, ein 4-4. Dankeschön. Level 6.
noch circa 5 Minuten. Level 9 möchte ich wohl doch gerne noch schaffen, danach ist es mir eigentlich relativ egal. Ob ich da noch viel hinkriege oder nicht, weil das dauert Ewigkeiten. Ich werde den Rest dann offscreen machen und werde Danalu, glaube ich, mit einem Knilz Level 12 rauslassen, glaube ich. 12 oder 13. Oder 14. Also wir müssen es so sehen, Reptile war eben Level 16. Aber ich werde dann, denke ich mal, die anderen Pokémon auch schon mal leicht anleveln. Ich weiß jetzt nicht, ob das Joey dazugehört. Ich level das einfach mal mit. Ja, und dann werde ich gleich... Ja, muss ich eine kleine Level-Session einlegen, sonst geht das nicht hier. Dafür, dass ich das Main-Poke rausgeschmissen habe, ist natürlich jetzt doof. Können wir die Arena nicht so gut schaffen. Und ich denke nicht, dass ihr sehen wollt, dass wir tausendmal bei der Arena sterben. So, du hast einen Käfer-Bodentyp, wie ich mich recht erinnern kann. Das bedeutet, du bekommst einen Absorber von mir. Nein, lass das, das tut doch viel mehr weh. Boah, ja, natürlich machst du mir erstmal mega viel Schaden. Ha, das geschieht dir sowas von recht, Mann. So. Das Problem ist, ich saug den jetzt aus, der mich, Gift, Gift, überlebt er das? Warte mal, das war jetzt eine Runde, noch eine Runde und danach die Runde würde ich sterben. Ne, dann tausche ich aus auf jemanden. Soundwave, könntest du sterben? Ich weiß es nicht. Ich will die EP auch nicht teilen. Ich muss einen Geiz tragen. Ach, scheiß drauf, Joey, wer auch immer du bist, komm rein. Helfe Puncher aus. Ich muss dich sowieso leveln. Und das kann nichts. Ach, oh, bin ich dämlich. Das ist ja ein Unlichttyp. Oh nein, ich könnte mich eingraben gehen. Wie ich gar nicht nachdenke, wenn ich Pokémon spiele hier. Das ist ja zum Heulen. Aha. Ja, dann müssen wir auf das Normal-Pokémon wechseln. Ach, wie peinlich, Mann. Jetzt machst du Härtner, ne? Du kleines Stück Arsch. Oh. Das geht mal voll nicht. Stirb doch einfach. Jetzt haben wir das ganze Team reingeswitcht. Das ist doch voll für den Arsch. Egal, komm, Aufruhr. Geh Enrage. Boah, Soundwave rastet ja mal mega aus. Warum machst du jetzt kein Dings mehr? Das hätte dich vielleicht retten können. Das ist ja keine Toxinvergiftung. Naja, soll mir egal sein. Punch erreicht Level 9. Soundwave ein bisschen was und Joey auch. Das bringt alles nichts. Wir müssen ins Pokémon Center. Wir haben noch 2 Minuten ungefähr. Oh, wow, wow. Ganz, ganz kritisch. Ne, ich glaube, da oben level ich nicht. Das ist mir zu gemein. Aber ich will nicht wieder nach unten. Da sind voll die Kackviecher. Wieso haben wir keinen Angel? Wo zum... Oh, wo kriegt man die Angel her? Die erste. Es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn hier oben? Ist hier ein Trainer? Ne, hier ist kein Trainer, ne? Hier ist so eine Tante. Und Wasser. Shit. Ja, egal, dann... Na, ich muss mir was einfallen lassen. Unbedingt ganz schnell. Aber wie ich sehe, haben die schon... Ne, haben die auch noch nicht. Oh nein, ich... Oh, oh, oh. Mann. Gut, das 4-4 kann schon mal nichts. Das werde ich nochmal mit Puncher umhauen. Und dann ist auch, glaube ich, der Part schon zu Ende. Warum habe ich denn das jetzt gemacht? Ach, egal. Egal. Ja, jetzt will es aber wissen. Tackle. Oh. Ah, das tut ja gar nicht weh. Ich dachte, das macht jetzt mehr Schaden. Dann wollen wir dich mal Rest aussaugen und ich krieg meine 3 Leben wieder. Bitte? Nein, ich krieg nur 2. Wie gemein bist denn du, bitte? Na. Komm, eins schaffen wir noch. Bitte ein Vivian, kein Schwalbini. Ein Abra, es haut doch eh ab. Na, wie doof. Na, da flüchte ich lieber, bevor du... Nein, du darfst nicht. Ich gehe. Das ist kein Problem. Ja gut. Dann lassen wir einfach den Danalu mal mit dem Gesicht nach hier hin raus. Und ja, mal gucken, was so passiert. Vielleicht... Ah nee, ja, das mache ich nachher auch noch. Naja, bis denn dann. Tschüss.